zu geil für diese Welt. Das ist sowas von 90er. Viva, der deutsche Musiksender aus Köln. Ich selbst fand ihn in meiner Jugend so cool, dass ich ein Tagespraktikum dort gemacht habe. Ich durfte Horoskope schreiben. Andere haben bei Viva krassere Karrieren hingelegt. Stefan Raab, zum Sendestart nasebohrend auf dem Schirm, später der Naseweis des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Mola Adebisi, von dem hatte ich mir dann noch ein Autogramm besorgt. Mega cool. Und dann gab es dann natürlich noch Heike Makatsch. Sie war ebenso Teil des damals abgefahrenen Teenie-TV. Doch was von Viva bleibt, sind blasse Erinnerungen. Denn der Musiksender wird zum Ende des Jahres eingestellt. Antraut Cordes-Strehle über einen Teenie-Traum, der 25 Jahre alt wurde. Nur auf YouTube zu sehen ist, was der damals neue Sender gar nicht archivierte. Der Countdown zu einem neuen Kapitel deutscher Fernsehgeschichte. Zu einer Zeit, als Songs noch nicht aus dem Netz runtergeladen werden konnten. Und Girlie Heike Makatsch Zöpfchen trug. Wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. MTV mit seinen internationalen Stars Konkurrenz machen, das war das Ziel von Viva. Das erste hier gespielte Video von den Fantastischen Vier. Bei Viva sollten Musikfans vor allem für deutsche Künstler begeistert werden. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil. Und das war schnell geschafft. Viva oder MTV? Viva. Viva. Viva ist das Beste! Bunt, poppig, auf Augenhöhe. Auch weil wer hier arbeitete, selbst zur Zielgruppe gehörte. Nils Bokelberg zum Beispiel, mit 17 aus dem Kinderzimmer auf den Bildschirm gehopst. Hi, hallo und herzlich willkommen zu den Viva News. Matthias Obtenhövel, heute ARD-Moderator, kam damals vom Radio. Für ihn und andere war Viva das Sprungbrett für die spätere Karriere. Was ist denn das für eine Playmobil-Frisur? Ich glaube, das liegt daran, weil wir uns unglaublich ausprobieren konnten. Also dieser mediale Spielplatz und Sandkasten, den wir da befüllen konnten, der hat uns unglaublich geschult. Also wirklich das klassische Learning by Doing. Das gibt es heutzutage im Fernsehen nicht. Damals dagegen war vor allem Lässigkeit Trumpf. Und richtig hippe Outfits gehörten natürlich dazu. Dann gibt es natürlich auch mal so ganz abgefahrene Sachen wie hier. Ich hoffe, das kriegt man natürlich auch jetzt so rüber. So ein Glitzer-Satin. Und was das bedeutet, das brauche ich mir wohl nicht zu erzählen. Stefan Raab und seine Sendung Vivasion waren absolut Kult. Doch irgendwann war die Zeit der Girlies und der Boybands vorbei. Der amerikanische Medienkonzern Viacom, dem schon MTV gehörte, übernahm Viva. Statt Konkurrenz gab es zuletzt fast nur noch Wiederholungen des Schwestersenders auf Viva. Und Ende des Jahres soll ganz Schluss sein. Wenn wir uns auf einen Sender konzentrieren wollen, der von Hip-Hop bis Alternative bis Pop bis Urban alles vereint, dann glauben wir eben, dass MTV die Marke ist, die das besser kann als Viva. Am letzten Tag an Silvester soll dann noch einmal Musik von damals laufen und Viva so enden, wie der Sender angefangen hat.